Hallo, damit herzlich willkommen zu einer weiteren Mordvorstellung hier auf Gornhab. Wir schauen uns jetzt die Mayonnaise-Produktion an, Version 1.0. Das Ganze kommt vom Modder Grimlock, gibt es neben PC/Mac auch für die Konsolen. Ihr braucht keine zusätzlichen Mods, um das Ganze hier spielen zu können. Findet ihr einmal im Baumenü unter Produktionen und Fabriken und ganz hier hinten habt ihr sie, die Mayonnaise. Ja, Produktion steht jetzt hier nur Mayonnaise da, 75.000 Euro in der Anschaffung. Unterhaltskosten sind keine bekannt. Eine passende Verkaufsstelle bekommt ihr ebenfalls unter Produktion und Verkaufsstation und habt hier die Mayonnaise-Verkaufsstation. Im Endeffekt klein, kompakt, süß, kann man soweit machen. So, schauen wir uns das ganze gute Stück an. Das Gebäude kennen wir ja bereits. Das ist ein Standardgebäude, was ein bisschen umgeskinnt worden ist. Ne? Wir haben hier vorne eine Mayonnaise oder ein Mayonnaise-Glas mit da, ne, von oder Science 1978, ne, also Traditionsunternehmen. Ansonsten, wie gesagt, das Gebäude kennen wir ja bereits soweit. Wir haben hier Anlieferungspoint, um die Sachen reinzuliefern. Hinten haben wir dann hier noch so eine Art, naja, so Laderampe. Kennt man ja von dem Gebäude her, haben dann hier den Trigger im Endeffekt, wo die Paletten rauskommen. Klimageschichte, hier noch ein paar Europaletten mit hingeklatscht, so ein paar Leerpaletten. Ansonsten kennt man das Ganze bereits ja hier aus der Standardgeschichte. Soweit so easy. Der Verkaufspunkt hier, ne, so ein kleines so Marktzelt, nenne ich es jetzt einfach mal. Ne, so hier Mayonnaise, ein paar Eier, ein bisschen Blumen, so eine Sackkarre, wo dann dementsprechend hier die Mayonnaise-Dinger da ist. Ne, ist ganz nett, ist ganz niedlich, ne, so für ein kleines Dings. Why not? Können wir die Geschichte hier relativ schnell abhaken. Ist natürlich grafisch gesehen oder texturtechnisch gesehen alles easy. Was willst du mehr, was willst du mehr? Das Gebäude kennt man, macht man jetzt damit auch im Endeffekt nichts falsch und wirkt jetzt auch nicht irgendwie falsch oder so. Ne? Alles easy. Gehen wir rein. Wir haben drei Produktionsstränge mit dabei. Wir machen im Endeffekt Mayonnaise. Das ist immer das Ausgangsprodukt, aber wir haben drei mögliche Wege, um dahin zu kommen. Denn wir haben Mayonnaise mit Sonnenblumenöl, Rapsöl-Mayonnaise und Mayonnaise mit Olivenöl. Ne, das sind die drei Produktionszweige, die wir haben. Da unterscheiden sich dann dementsprechend nur die Zutaten, beziehungsweise die eine Zutat im Endeffekt. Wenn wir uns den Input anschauen, haben wir vier Inputs. Sonnenblumenöl, Eier, Rapsöl, Olivenöl und immer 10.000 Liter im Input. Output 20.000 Liter Mayonnaise. Und deswegen meine ich ja auch mit dazu, egal was ihr hier aktiviert, es kommt am Ende immer nur ein Endprodukt raus, sprich die Mayonnaise. Ihr könnt euch dann entscheiden, ob ihr jetzt hier zum Beispiel 100 Sonnenblumenöl mit 50 Eiern vermengen wollt und bekommt dann 120 Mayonnaise dabei raus. 72 Zyklen, 60 Euro Produktionskosten, die sind bei allen gleich und das Rezept ist auch überall gleich. Das heißt, hier 100 Rapsöl, 50 Eier, 120 oder halt 100 Olivenöl, 50 Eier, 120 Mayonnaise. Relativ simple Sache, deswegen starten wir jetzt einfach mal hier die Mayonnaise mit dem Sonnenblumenöl mit rein. Aktivieren dann mal unsere schnellere Zeit hier, dass es ein bisschen läuft und jetzt seht ihr hier unten Mayonnaise. Kommt ganz gut. Wir haben es jetzt um 12. Ne, haben wir so ca. 200 Liter. Ist jetzt nicht allzu krass schnell, was gut ist. Also ist ja immer so Empfinden von jedem anderen. Aber wir haben jetzt 13 Uhr. Wir haben jetzt 500 Liter, 600 Liter so um die Dreh rum. Das ist also sehr, sehr angenehm, was die Produktionsgeschwindigkeit hiermit angeht. Auch die Abnahme vom Sonnenblumenöl und von den Eiern ist eigentlich hier ganz angenehm. Jetzt haben wir gleich die ersten 1000 Liter und damit haben wir auch die erste Palette draußen. Ne, wir sind jetzt von 11 Uhr ungefähr auf halb drei. Das ist soweit in Ordnung. Das Ganze kommt natürlich wieder in Stinkermann-Euro-Paletten hier mit an und steht halt Mayonnaise mit drauf. Ne? Mehr ist es nicht und mehr soll es ja am Ende auch nicht sein. Das können wir jetzt einmal nehmen. Gehen dann einmal hier zum Verkaufsstand. Ne? Einfach hier in der Nähe. Der Trigger ist relativ groß. Und dann wird das Ganze abgebaut. Flop! Und wir bekommen Geld. Und ihr habt es gerade gesehen, 29.400 ist 447 Euro. Da denkt man sich so, und ja, das muss man dazu sagen, wo habe ich's, hier habe ich's. Die Mayonnaise bringt auf Schwierigkeitsgrad einfach, ja, einfach mal 29.000, beziehungsweise hier 15.291. Das ist
dezent, also a little bit zu hoch angesetzt vom Motor, würde ich sagen, weil das ist eine Gelddruckmaschine, das kann ich euch jetzt schon mal sagen, das ist eine komplette Gelddruckmaschine, das könnte man oder sollte man definitiv nochmal runtersetzen. Ich meine, wir sind jetzt hier auf einfach, okay, aber selbst auf schwer ist es dann immer noch eine Gelddruckmaschine. Wenn ihr selber wisst, wie ihr das in der XML umändern könnt, das ist jetzt keine großartige Kunst, dann könnt ihr euch das natürlich für euch selber anpassen, wenn ihr das Ding hier unbedingt haben wollt. Ansonsten wäre es aber gerade für die Consoleros und so, wäre es ganz cool vom Modder, wenn man das hier vielleicht nochmal ein bisschen reduziert, ne? Weil das ist too much. Too much. Ist aber natürlich auch ein subjektives Empfinden. Der eine oder andere würde sagen, ist doch geil, ne? Aber ich glaube generell, das ist ein bisschen too much, das Ganze. Ist aber halt auch nur mein subjektiver Blick darauf. Der Rest ist soweit vollkommen in Ordnung, Lok ist sauber. Wir reden hier von 3,5 MB um den Daumen gepeilt. Könnt ihr also auch definitiv nichts falsch machen. Download-Link inklusive Bewertung ist wie immer in der Videobeschreibung verlinkt. Ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn ihr mögt. Lasst ein Däumchen Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dann, haut rein. Tschüssikowski. Tschüttülü.